Das ist der Moment, nachdem sich Draško Nenadić und Bjarkimir Elison aufmachten, um 3 Minuten vor Ende der Partie gegen den Tabellenführer aus Flensburg die 31:30 Führung zu erzielen. Und nun hat Silvio Heinevetter wieder einmal eine von seinen kaum zu erklärenden Paraden aufs Parkett gezaubert. Die Füchse gewinnen gegen den Tabellenführer mit 34:32 und zwingen endlich ein Team aus den Top 3 in die Knie. Erste Halbzeit sehr schrecklich gespielt, zweite Halbzeit, ich habe unseren Rhythmus gefunden in Abwehr und Angriff. Und ja, letzte 5 Minuten war minus 2, aber zum Schluss habe ich gewonnen und ja, wir sind sehr zufrieden. Der Arm des Kapitäns geht hoch und die Füchse in Halbzeit 1 mit 5:4 durch Paul Drucks in Führung. Was dann aber folgt, ist erst einmal kunstvoll. Flensburgs Lasse Svan gehen die Würfe in dieser Phase des Spiels zumeist recht locker von der Hand. Mehr Biss ist gefragt und dieser folgt dann auch. Die Gebrüder Nenadić erkämpfen sich im Zusammenspiel den Ball, es folgt das 10:12. Aber die Flensburger beherrschen die schnelle Mitte, können so einen weiteren Treffer durch Lasse Svan erzielen. Der Abstand beträgt wieder 3 Treffer. Die Partie wird zum Ende der Halbzeit aber enger, passend dazu dieses Tor von Europameister Fabian Wiede, der dann auch dafür Sorge trägt, dass sein Team dank dieses wuchtigen Wurfes zur Halbzeit mit nur einem Treffer zurückliegt. Vielleicht fiel die Ansprache des Füchse-Trainers deswegen auch ein wenig ruhiger aus. Es geht in den zweiten Durchgang mit einer klaren Mission. Wir müssen nur ein bisschen mehr Aggressivität bringen in den Angriff und Abwehr und wir sind im Spiel und das war. Die Aufgabenstellung wird so im zweiten Durchgang dann auch gleich mal in die Tat umgesetzt. Der erste Füchse-Treffer ist dafür ein Beleg. Hans Lindberg ist im Gegenstoß erfolgreich. Und dann scheint es so, als sei der Svan-Code erfolgreich von Silvio Heinevetter entschlüsselt. Im ersten Durchgang war es für die beiden Berliner Torhüter eine undankbare Partie. Im zweiten kann Silvio Heinevetter 2 wichtige 1:1 Duelle für sich entscheiden. Kurze Gesprächsrunde unter Mitspielern und weiter geht es. Die Füchse sind nun mittendrin in dieser Partie und bei Peter Nenadić mit 9 Treffern erfolgreichster Berliner Werfer überwiegt nun immer mehr Genie und der Wahnsinn am Ostersonntag beginnt. Die Hausherren finden immer wieder die Lücken in der Flensburger Deckung und kommen so zu ihren Treffern. Dieser feine Heber von Fabian Wiede ist ein weiterer Ausdruck dafür, dass das oft zitierte Momentum nun auf Seiten der Berliner liegt. Die in der Schlussphase auch dank der 5:1-Deckung den Flensburgern die Punkte entziehen können. Ich habe erste Halbzeit, das habe ich gesagt, mehr schlecht gespielt in Angriff als in Abwehr, aber ja, zum Glück habe ich gefunden unseren Rhythmus und das ist. Das ist der Tanz nach dem erfolgreichen Schlussakt. Augenblick verweile doch, weil sich die Füchse-Fans an diese Momente im Saisonendspurt sicher gerne gewöhnen würden.